Am Anfang war die Erde wüst und leer, und Finsternis lag über ihr. Und der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht, und so trennte er die Nacht vom Tage. Sodann sprach der Herr, es werde Wasser unterhalb des Himmels, und das Trockene werde sichtbar. Er nannte das Trockene Erde, und das zusammengeflossene Wasser nannte er Meer. Und weiter sprach der Herr, die Erde soll Grünes hervorsprießen, samentragende Pflanzen sowie Fruchtbäume. Und die Erde brachte Grünes hervor, Pflanzen und Bäume, alle nach ihrer Art. Und der Herr sprach, die Erde bringe lebende Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh, Kriech und Feldtiere. So geschah es, und der Herr sah, dass es gut war.
Dann trennte der Herr die Jahreszeiten. Die warme wurde zum Sommer, die kalte Jahreszeit wurde zum Winter. Letztendlich sprach der Herr, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Abbild uns ähnlich. Und so geschah es, und der Herr sah, dass auch das gut war. Der Herr segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und der Mensch vermehrte sich und machte sich die Erde untertan. Und der Mensch baute überall dem Herrn zu Ehren Begegnungsstätten, und er nannte sie Gottes Haus.